So, ich glaube, die Pistole geht los. Also, wir wechseln schon mal gleich in-game. Und hier ist gleich live. Vega Squadron gegen Tengri auf D-Overpass. Wie ihr links oben erkennen könnt, Vega Squadron führt zurzeit 1-0 in Maps. Wir sehen auch gleich, dass Vega hier das Offensivspiel schon mal spotten will. Jetzt beim Underground ist da JR gefallen, der noch ganz kurz eigentlich die Info holen wollte. Es geht wieder Richtung A hoch, aber mir konnte er sehr viel ausschließen. Nur hat er eben null Underground auf dem Schirm. Ich glaube am Spot. Ne, steht keiner auf dem A-Spot. Geht jetzt eh trotzdem Richtung B. Und dann haben wir drei Spieler am B. Also laufen hier in den kleinen B-Stack rein. Mal schauen, was jetzt Fuji und Cassandra holen können. Oh, und Mia schon in der Zwischenzeit. Schon von hinten da. Und da kann ich ja gleich zuschnappen. Dreh dich um. Sieht den ersten sogar fast abgeaimt. Oh, wie bitter ist das? Bitte, Pachanga. Der scheint hier nochmal ein Hellseher zu sein. Und jetzt wird sich Mia ärgern. Jetzt weiß eben Tengri, dass eigentlich wahrscheinlich A offen sein wird, weil er wahrscheinlich Mia A ausgeschlossen hat. Jetzt kommt vielleicht ein billiger A-Fake mit der Flash und sie geht nochmal B. Oh, ist das übel jetzt für Mia. Jetzt kommt der B-Go und jetzt wird schon mit dem ersten Witz gefrefragt von Ramzik. Spot erstmal eingenommen. Links hinten steht noch Chopper. Wird jetzt gesehen. Und SNK kann den Headshot schon mal setzen. Jetzt Cassandra. Und Chopper. Aber Chopper down. Jetzt letzter. Der Chandra, der fällt auch gegen SNK. Ja, und Tengri, wir haben einen guten Start mit der ersten Runde. Und wie bitter war das bitte für Mia? Er lässt den ersten durchlaufen. Hat sich schon die Hände gerieben. Dass er erstmal gleich reinnaschen kann. Und wieso auch immer, ahnt schon fast Pachanga. Dass vielleicht einer durchgepusht ist, da sie eben gar keinen auf A abgestellt haben, der nach hinten abdeckt. Und der Peak hat im Endeffekt die Runde entschieden. Wenn Pachanga nicht da hinguckt, dann hat Mia in der Regel mindestens ein, eher sogar zwei Spieler, wenn nicht mehr. Nur jetzt erstmal die Force bei Vega. Wir sehen auch Deagles, CZ, Weste, Helm, Weste. Auch noch zwei Flashes mit dabei. Jetzt wird erstmal lang angenommen zu dritt. SNK darf noch ein bisschen nach hinten abaimen. Pachanga aimt auch nochmal erstmal B in Push-Up. Und so langsam kämpfen sie sich Richtung lang vor. Ja, Cassandra, glaube ich, hört die Bombe droppen. Wird eben abgeaimt. Hat er nicht gesehen, Cassandra? Hat ihn gerade knapp verpasst. Aber jetzt macht vielleicht den Fracking Fitch. Und die Bombe, die wird ihm auf dem Tablet serviert. Ich kann seine Mate nochmal ein Backup geben. Jetzt Cassandra muss hier nachladen. SNK hört ihn nicht. Und Cassandra kann den nächsten Kill noch machen und macht ihn. Die Bombe wieder down. Noch einen Schuss. Aber jetzt Sonic mit dem Refrag. Und Bombe kann aufgehoben werden. Und erstmal ein 4-on-3. Kleiner Vorteil. Aber jetzt Pachanga gegen Mia anlang. Da steht noch Huchi, der kann aber hier durch die Smoke durchschleichen, macht auch den Kill. Also 3-on-2, Bombe kann gelegt werden. Jetzt kommt der Retake und JR kann das Sonic nicht ganz erwischen. Aber jetzt Chopper mit der Deagle den ersten. Jetzt noch Ramzik gegen 3. Und wird weggenommen von Ramzik. Und er mit dem nächsten, jetzt ist er heiß geworden. Aber Huchi mit der Deagle fährt hier hoch. Ramzik war schon angeschossen, kann den Shot setzen. Und die Force bei, die läuft für Vega. Es war, glaube ich, Cassandra mit der CZ, der zwei Spieler aus dem Spiel holen konnte. Die Bombe ganz kurz erstmal safe hatte. Und dann konnte eben Vega ganz gut rotieren. Hat sich ziemlich schnell für ein A entschieden. Und konnte dann Tengri gerade beim Bombplant mehr oder weniger erwischen. Und somit jetzt Tengri mit einer kleinen Echo. Also kein Force Buy. Werden noch nächste Runde genug Geld haben zu kaufen. Aber nur ein paar Pistols. Und jetzt wird hier erstmal abgeaimt. Gehen ein bisschen A vor. Fitch kann eine gute Hits setzen, kann einen killen. Noch JR muss er aufpassen gegen Ramzik. Kommt da gerade nochmal so weg.
Aber die Runde wurde nochmal aufgemacht. Netter Shot von Ramzik. Willkommen in CSGO. Willkommen zur Tech9 Show. Die Runde könnte mal spannend. Wenn jetzt Chopper vielleicht muss erstmal lang ausschließen. Flash kommt. Hat noch gesehen. Aber Ramzik sehr schön gemacht. Mit dem nächsten Headshot. Jetzt räumen wir so langsam auf. Jetzt kommt der Argo. Und auf dem Spot. Da steht der Mir, kann ersten holen. Aber kann erstmal gelegt, dann wird er nur angefaked, glaube ich. Jetzt Mir vielleicht im zweiten. Aber SNK passt da ganz gut auf. Und somit nur noch Hucci gegen drei Spieler. Und es fängt schon gut an. Also beide Teams wollen hier erstmal keinen davonziehen. Davonziehen lassen. Und auf eine gewonnene Ecke-Runde. Folgt eine gewonnene Ecke-Runde. Ja, kann nicht viel machen. Schön ausgespielt von Tengri. Den eben alle schön defensiv. Und stehen eben so, dass er im Idealfall nur einen holen kann und danach gerefragt wird. Ja, schöne Runde von Ramzik eben, der One-Arm mit der Tech9. Der saß und dann eben, glaube ich, war es Mia, oder weiß nicht genau, wer es war, der nochmal den Frag suchen wollte mit der Scout. Endlich mit der Scout, mit der Famas. Und das Duell forcen will gegen die Scout. Und dann auch zu Recht den Headshot kassiert. Jetzt hier Vega mit einer Echo. Aber SNK schon gut Damage bekommen. Jetzt wollen wir Richtung A aufbauen. Haben eben noch Pachanga abgestellt an B. Aber der gibt auch B langsam auf. Und wir haben hier ein Doppel an Toiletten. Also Chopper und JR. Wahrscheinlich erstmal soll JR schießen. Und sobald JR schießt, kann dann Chopper nochmal rumziehen. Und mit Glück ein, zwei Leute holen. Jetzt JR mit ganz guten Timer. Jetzt ist auch gesehen, geht auch defensiv. Gute Entscheidung. Jetzt gehen sie vielleicht auf A zurück. Und eigentlich muss jetzt die Rotation kommen. Wir sehen auch schon, dass die Rotation kommt. Alle schieben langsam nach Richtung A. Weil es ein A-Go jetzt werden muss. Oh, Hucci muss da aufpassen. Jetzt kommen die Grants, jetzt gleich Hucci mit der P250. Der ja auch noch da. Und jetzt kann Hucci rumziehen. Kann man einen ersten Kill setzen. Kann man einen zweiten Kill setzen. Sehr schön. Noch einen zweiten geholt. Und mir kann es vielleicht erstmal gelegt werden. Link für die City Base. Und alle Spieler von Vega kommen über hinten. Mal eng werden. Jetzt SNK mit dem ersten Kill. Mit 17 Pika noch einen holen. Kann ich Spock mal ausspielen gegen Chopper und macht den Kill aber nicht. Chopper macht ihn. Jetzt letzter Fitch gegen zwei. Kann den ersten holen, aber einen zweiten. Hat er nicht auf dem Schirm, kommt nochmal weg. Und mir will da reinpushen. Aber Fitch macht den Kill mit 8 HP. Und auch die Force bei war nochmal richtig eng. Also Vega nochmal schön zurückgekämpft. Tengri eben wieder versucht, über lang den Go zu machen, was nicht ganz so gut geklappt hat. Der A konnte eben drei Spieler lang spotten, kann es ansagen, geht defensiv. Und das Problem war auch, dass Tengri eben komplett über lang den Go macht und eben keinen über kurz abgestellt hat. Vega mit, oh, ein HP bei JR. Der hat die HEs aber auch aufgefangen. Was hier eben das Problem war, als die A drauf sind, sind alle über lang gekommen. Also alle von hier gekommen. Das heißt, die CTs konnten dann schön zum einen hier ab, also von hier, erstmal die Kills holen. Wir haben gesehen, ich glaube, war JR, der hier abgelenkt hat. Und dann stand eben SNK mit der, Ohuchi war es, glaube ich, mit der P250, der dann rumziehen kann, wenn der Spieler hier Kontakt hat. Und im Endeffekt der Fokus dann eher hierhin fällt und keiner mehr die Posi auf dem Schirm hat. So, diesmal will, glaube ich, Tengri nicht denselben Fehler nochmal machen. Weil sie eben nicht alle über lang schicken, sondern eben versuchen erstmal ein bisschen Raum zu gewinnen. Auch an B die Info zu sammeln, ob eben B kurz was ist, ob Underground safe ist. Und jetzt splitten sie eben eher über lang und über kurz.
Und SNK im Driver-Modus kann da JR holen. Auf dem Spot ist noch Chopper. Aber die noch auch gleich SNK haben. Und den macht er auch. Und SNK drückt hier durch. Ja, manche böse Zungen würden behaupten, er wollte nur die AK haben von seinem Mate. Und war da ein bisschen neidisch auf die Waffe. Auf sein Gerät. Ja, Tengri, wir haben einen sehr guten Start. Vega ist somit mit der nächsten Echo. Und Vega spielt ähnlich wie auf Cash auf der CD-Seite. Das heißt eben sehr viele Forces, sehr wenig Equipment. Jetzt gibt es hier einen harten Langpush und da bekommt gleich Fitch-Besuch. Immer keine Flash. Ich glaube, sie warten, vielleicht bleiben sie definitiv stehen. Jetzt müssen die raus. Und jetzt muss Fitch mal hier was zeigen. Ramsey kann zwei holen. Fitch kann zwei holen. Und letzten holt SNK. So, und die nächste Buy-Round für Vega. Diesmal ein AWP bei JR. Und mal gucken. Er hat wieder einen sehr guten Spawn. Können gleich versuchen, erstmal offensiv reinzuspotten Richtung Brunnen. Oder sogar vielleicht Underground zu gehen und da vielleicht den Frag zu holen. Also schauen wir mal, was er machen wird. Sieht fast nach Underground aus. Weil meistens auch ein Spieler von Tengri Underground defensiv abgehängt hat. Jetzt pusht er hier drum. Und jetzt dürfte er hier gleich... Ah, das Timing ist so schlecht. Eine Sekunde länger. Muss jetzt natürlich defensiv gehen, weil sein Mate nicht ganz so gut Party halten kann. Will es ihm nicht riskieren, dass dann sein Mate über Party umfahren wird. Und JR dann eben im Connector gefangen ist mit der AWP. Jetzt geht er eben eher lang abdecken. Aber ist ja auch ja, sehr gewagt von ihm, da ein bisschen rumzujumpen. Weil theoretisch einer schon hier dastehen kann. Es gibt hier aber einen Bego, da steht Hutschi lang an der Säule. Kann die Bombe holen, kann den ersten holen. Und nur vielleicht den zweiten holen. Sehr schön von ihm gespielt. Chopper kann der Zeit auch noch kurz halten. Jetzt will ich jetzt Hutschi machen und defensiv nicht zu viel wollen. Aber ich glaube, er will ja noch ein bisschen mehr. Flash sitzt, ist zwar selber blind und die sitzt eben nicht. Jetzt einfach nur safe stehen, nicht einzeln reinfacen. Wenn man face, dann zur selben Zeit zu zweit facen. Ah, dann. Jetzt den ersten holen, aber schon gemacht. Mir ist zur Stelle. Mal kurz, da stehen auch Chopper und Cassandra. Und wird safe ausgespielt. Hat der Spieler von Tengri ein bisschen zu lang gewartet. Also er wollte im Endeffekt den Molotov hier hinschmeißen, damit die Posi erstmal abgedeckt ist, sodass er dann eben gegen den hier fighten kann und dass der zweite CT ihm im Endeffekt nicht aushelfen kann, weil er abgemollied ist. Hat ein bisschen zu lang gewartet, sodass der CT dann im Endeffekt der Molly weg war und der CT dann rumziehen konnte und den Trade Kill setzen konnte. Somit die zweite Runde für Vega. Aber jetzt Tengri gegen JR kann ja mit Person Spiel nehmen. Aber noch Cassandra und Chopper beide auf dem A. Also zwei noch am A, die da stehen. Hutschi mit der gleichen Pose an B. Ja, da hat Cassandra Glück, dass die Wand so dick ist. Wir haben sogar einen Triple Stack am A. Also Vega gambelt hier ein bisschen. Und der Gamble, der könnte hier vielleicht aufgehen. Haben nur einer am B stehen, der sogar einfach nur in kurz, also perfekt von Hutschi gemacht er. Ah, ich hätte einfach wieder kurz drin stehen geblieben. Oh, geht noch defensiver, ist auch okay. Pachanga ist zwar noch ein bisschen hier am Lurken. Mal gucken, ob er jetzt B ausschließen wird oder ob er eher... Also vielleicht warten seine Mates erstmal, was Pachanga hier noch ein paar Infos sammelt am B. Jetzt hat er eine Flash gehört und jetzt kommt der Argo. Jetzt laufen sie gleich in den Stack. Also jetzt, was kommt hier auf dem A? Chopper im ersten gegen lang. Der Schöner auch noch close und jetzt läuft der Tengri in den Stack hinein. Der Schöner können wir keinen holen. Dafür jetzt mir durch die Smoke, durch mir vielleicht im zweiten und mir vielleicht im dritten. Aber Fitch passt da ganz gut auf, legt ihm nicht durch. Dann aimt ihn ab und macht den Kill. Sehr wichtig, wenn Fitch da fällt,
dann glaube ich, wäre die Runde fast vorbei gewesen. Es waren noch 17 Sekunden auf der Uhr. Und ich glaube, das war Chenga eher Richtung B irgendwo stand. Also, obwohl Tengri eigentlich in A-Stack reinläuft, in 3 CD-Spieler, kann Vega nicht wirklich Kapital draus schlagen. Und verliert einfach die Endduelle. Oh, und JR wird einfach gerade so hart vernascht jedes Mal. Also Fitch da mit einer ganz guten HE plus den Pre-Banks. Da wohl JR gut wie immer die Posi spielt. Jetzt gibt es einen kleinen Tower. Aber den konnte Sonic noch sehen. Kassiert noch einen Headshot, aber eben die Tür ging gerade zu. So, Pachenga über lang gepusht, schon auf dem B-Spot drauf. Und da sind die wichtigen Fracks gefallen. Jetzt können die letzten beiden eigentlich nur noch saven gehen. Topper und mir. Oder auch nicht. Jetzt noch letzter mir mit der Deagle, glaube ich, auch eben schon bekannt. Also, ich glaube, wir sehen hier ein kleines Déjà-vu. Bin mir ziemlich sicher, dass es schon mal 7-2 auf Cash stand. Eben auch 7 Runden für Tengri. Und 2 Runden für Vega. Und die HEs, die dürften sitzen oder auch nicht. Beim Rundpush, da müssen sie ein bisschen aufpassen. Ah, wohl ein bisschen zu viel haben. Da ist ein K von lang. Hält hier aber auch und auf einmal so noch ein 3-on-3. Und einer kaut auf, kurz noch JR mit der USP, kann einen Headshot setzen. Ah, mir wurde abgehängt, ist noch JR. Oh, der fällt auch gegen Fitch. Ja. Nur 2 Spieler verloren, ist okay. Wir sehen eben auch, dass das Geld ganz gut aussieht bei Tengri. Wir haben ja, Pachanga mit 12.000. Dürfte auf jeden Fall noch mal ein paar Mal legen können. Jetzt eben Vega mit dem nächsten Buy. Und so langsam sollen sie vielleicht anfangen, noch ein paar Runden zu holen. Und auf Cash haben sie auch dann eher, glaube ich, die letzten 2 Runden nochmal geholt. Oder eher gegen Ende nochmal Gas gegeben. Es gibt einen kleinen Push von Gashendra. Ich glaube, auch im Underground kann er einen holen. Aber jetzt eben Gashendra und JR gegen den Underground. Gashendra mit dem Trade Kill. Mit 3-on-3. Das war so ein kleines Chaos hier. Wir haben alle 3 Spieler von Vega bei B gehabt. Aber Tengri hat eben die Info nicht auf dem A. Und jetzt kommt vielleicht der B-Go. Und da stehen noch Hutschi. Hutschi jetzt im Wasser. Macht den ersten. Hutschi bekommt den Flash. Wo der Molly liegt ganz gut. Müssen wir defensiv gehen. Jetzt Hutschi. Dürfte vielleicht gleich Ramsik bekommen. Eine ganz gute Posi. Hat noch den richtigen Moment. Jetzt Sonic holen. Und mir mit dem nächsten. Also sehr schön ausgespielt von ihm. Gute Posi. Bleibt defensiv stehen. Bleibt eben geduckt. Und ahnt schon, dass ein T-Spieler wahrscheinlich ins Wasser pushen wird. Da es jetzt eben sehr gewagt wäre, wenn die Ts im Turn-Free einfach eiskalt die Bombe da legen. Wenn sie wissen, dass mindestens noch einer im Wasser ist. So, JR wieder mit einer AWP und will wieder den gleichen Move machen. Und die HE und wie er so gut direkt 20 Schaden, aber jetzt endet er lang ab. Jetzt muss er eine Geduld haben, dass Ramsik ihn reinläuft. Hat er eben nicht, gibt jetzt eben auf. Hutschi konnte, glaube ich, einen Frag am B machen. So, und jetzt wird Vega, spielt hier weiterhin aber noch zu dritt auf dem A.
Also decken zu zweit B und machen wir so einen kleinen Gamble. Der könnte sich ja lohnen. Haben sogar ein schönes Doppel. Wir haben eben Cassandra, der steht ja vorne. Close und hinten steht JR mit AWP. Das heißt, JR wird erstmal schießen, den ersten spotten. Und dann werden sie eben hoffentlich nicht zu Cassandra schauen. Okay, Cassandra, der vorne close steht. B-Go. Oder ein kleiner B-Lurk von Bachanga. Tucci, aber der fällt auch. Und jetzt ist der B erstmal auf. Und jetzt wird es nochmal übel. Oh, aber sehr schön aufgepasst von JR. Und da kommt noch Cassandra von lang. Aber Ramsey kann auch den holen. Noch eine halbe Minute auf der Uhr. Und Chopper steht dann lang da. Und die Pose, glaube ich, wird da nicht up-aim. Jetzt sehr schwer für ihn. Jetzt Chopper. Und er macht den Kill. Sehr, sehr schöne Runde von Vega. Schön, ja, reaktiv gespielt. Schön offensiv gespielt. Klar, was ein kleiner Gamble, dass man eben zu zweit nur B stehen hat. Aber es war auch ganz gut gemacht, dass dann eben, glaube ich, es war Chopper oder wer es war, der eben an lang war. Dann, glaube ich, lang hier durchgepusht ist und dann eben hier, glaube ich, den Kill machen konnte. Weil gegen den Underground-Spieler. Bitch jetzt mit dem Frack gegen mir im Underground. Hat aber auch nur noch 12 HP. Und Hucci muss jetzt gleich aufpassen, dass er nicht bestraft wird. Für seine Gier. Ja, Tengri will hier langsam B vorgehen. Sie haben einen noch abgestellt. Fitch den noch ganz defensiv nach hinten ab, dass hier keiner durchpusht. Jetzt kommt der kleine B-Kontakt. Und jetzt Bachanga mit dem ersten. Und Bachanga mit dem nächsten. Macht ja einen super Job. Wir haben am B-Spot. Wir sind mit eingenommen. Und jetzt noch JR und Cassandra. Und die sollten eigentlich saven gehen. Weil gegen 5 hier reinlaufen haben, glaube ich, nicht allzu viel Geld. Aber JR wird hier noch gejagt. Und er verschießt. Jetzt muss hier Cassandra eigentlich um sein Leben laufen. SNK schon durchgeschlichen. Aber der macht hier gar keinen Step. Ja. Und da ist er. Überraschung. Ja, und ich glaube, wir haben hier nochmal einen Cash 2.0. Es steht 9:4. Vega hat eine Echo. Das heißt, es könnte hier sehr gut ein 11:4 werden. Und dann doch nochmal. Ich glaube, dass Vega irgendwie ist ein Team, was den Druck braucht. Solange das Gegnerteam nicht 14 Runden hat, fangen wir das gar nicht an zu spielen. Jetzt mir mit einem kleinen Push an kurz, kann da Fitch holen. Und Tengri erstmal wieder ein breiter Aufbau. Stehen erstmal defensiv Linie mehr oder weniger. Decken hier ab, lang. Und Underground B eben. Cassandra mit einer gewagten Pose. Bekommt aber ein bisschen noch Backup von seinem Mate. Und die können sich jetzt gleich lohnen, die Pose. Aber sein Mate aimt ihm nicht ab. Oh, sehr schlecht kommuniziert. Ich bin mir sicher, dass jetzt Cassandra dachte, dass JR da auf Minischlitz abaimt und ihm ein bisschen die Deckung gibt. Ah, ist natürlich jetzt sehr übel. Also vielleicht JR kann es wieder gut machen. Nein, kann er nicht. SNK holt auch den. Und jetzt gibt es hier Vollgas auf den A drauf. Da steht es noch am Truck. Noch ein Spieler. Kann auch einen holen. Hat jetzt eine A. Kann es vielleicht mehr. Aber Sonic fährt ihn um. Die Bombe kann erstmal gelegt werden. Ramsig machen gleich nach hinten zu. Also die Runde sieht wieder ganz gut aus. Aber jetzt Chopper. Kann er Sonic holen. Bombe aber offen gelegt. Und Ramsig mit einer AWP. Und wir haben keine Fuse Kit. Und keine Smoke. Oh, Ramsig mit dem netten Shot. Gegen Chopper jetzt auch Hucci. Will ihn hier pushen, aber Ramsig ahnt es vielleicht schon. Jetzt Hucci vielleicht gegen Ramsig. Macht er den Kill? Er ist da schon mal down. Pachanga, der kleine Fuchs. Schon zum Spot geschlichen. Aber Hucci geht ja saven.
Ist auch die einzig richtige Entscheidung, die AWP wegzubringen. Und dann einfach zu hoffen, dass man vielleicht da mit der nächsten Runde das Spiel nochmal öffnen kann. Ja, aber die T-Ossi-Side muss, glaube ich, ja nichts bedeuten, weil bei den beiden Teams macht alles gar keinen Sinn. Also ich würde auch sagen, dass jetzt Cache nicht unbedingt nicht unbedingt eine T-Map ist und trotzdem hat er dann Tengri 11:4 auf der T-Seite gewonnen. Alter. Auf der T-Seite gewonnen gegen Vega. Ich glaube aber, dass beide Teams einfach eher T-stark sind, weil sie dann zusammen rumlaufen, zusammen spielen, ein bisschen Pub-Train-mäßig durchfahren und so als CT so ein bisschen das Zusammenspiel fehlt an manchen Stellen. So, Tengri baut jetzt wieder über lang auf und mal schauen, ob sie denselben Fehler wie vorher nochmal machen, dass sie eben sagen, wir gehen zu dritt, zu viert lang und schicken keinen über kurz und lassen im Endeffekt hier das komplett offen. Mal schauen, jetzt Fitch an lang, kleinen Kontakt gegen Chopper. Aber der kommt doch mal weg. Ja, vielleicht wollen sie nochmal B gehen. Pachanga geht schon mal Richtung B langsam vor, vielleicht hier. Wenn seine Mets über Underground gleich kommen werden. Fitch noch an lang abgestellt. Mal gucken, ob jetzt Fitch vielleicht nochmal einen kleinen Fake spielt, bevor der B-Go kommt. Also Fitch ist mit ein paar Mollys noch, ein paar Smokes. Jetzt kommt der A-Fake. Und jetzt wird er hier erstmal komplett durch. Kann zwar keinen holen, aber JR noch am B jetzt mit dem Fracking Sonic. Jetzt JR mit der AWP. Sehr schön gemacht gegen Ramzik. Und JR will noch mehr, verschießt aber gegen Pachanga. Er kann die Bombe aufheben. Oder auch nicht. Jetzt Bombe aufgehoben, aber mir auch schon zur Stelle. Und gespannt da mit dem letzten. Also zwar kein 11:4, aber ein 10:5. Tengri mit der sehr starken T-Seite. Und Vega eben ähnlich wie auf Cash. Erst sehr spät ins Spiel gefunden und dann zum Schluss eigentlich so die Runden erst geholt. So, jetzt mal schauen, ob wir nochmal das gleiche Spielchen wie auf Cash sehen. Und einfach beide Teams, ja, einfach als Team noch ein bisschen besser sind, besser zusammen harmonieren. Und einfach schöner die Kills traden können. Mach schon mal ganz kurz switchen, so. Macht schon mehr Sinn. Also, was machen sie? Gehen erstmal zu dritt über Underground mit der Bombe. Wollen wir erstmal A hier kurz einnehmen. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt Ramzik kann ersten holen. Kommt er noch weg? Aber Ramzik will hier noch mehr. Bekommt hier aber keinen mehr. Wir mit dem Fracking Ramzik. Chopper in der Zeit mit dem Fracking Pachangan kurz. Also, zwei Kills am A gemacht. Chopper wartet noch vom B als Lurker. Wollen hier noch nicht direkt auf den A drauf gehen. Wir wollen erstmal warten, ob jetzt eben Tengri reagiert. Und ihn vielleicht reinläuft. Jetzt bauen sie auch langsam Richtung B hier vielleicht auf. Haben wir noch Hutschung abgestellt? Ne, das ist Underground. Jetzt kommt gleich der B-Go. Und da ist jetzt gleich SNK. Und was kann er jetzt holen? Kann man erst nicht mehr holen. Chopper macht den Kill. Jetzt noch Sonic über Heaven. Der war weggeflasht. Den holt JR. Ja, jetzt nur noch letzter Fitch. Also Vega will es hier nicht ganz so spannend machen wie beim letzten Mal. Da haben sie noch Tengri eine Chance gegeben. Und ihm erstmal 14 Runden, ja, sie 14 Runden lang gewinnen lassen, bevor sie angefangen haben Gas zu geben. Ja, Ramzik vielleicht ein bisschen zu hart am Geiern. Hat er eben wenig Backup bekommen können von seinem Mate. Und wird dann eben von den Glocks umgefahren. Das ist eine kleine kurze jetzt Verschenkung mit dem ersten. Ich muss Hutschi aufpassen.
dass es da nicht irgendwie den Spray daneben setzt. Cassandra kann einen ganz guten Fitch holen, der Underground rauspushen wollte. Mit noch vorn vor. Ist, glaube ich, ein kleiner B-Stack. Haben 3 am B und wir haben nur Ramsik auf dem A. Wenn der Scout nur spottet, ein bisschen rumhüpft. Ja, ist so ganz vernünftig. Kann eben früh genug ansagen, sobald A was kommt. Und dann können sie den Mates eigentlich noch schnell genug rotieren. So, was wir zu Vega machen. Gehen nochmal zu einer Richtung A. Also wollen eben nicht in B-Stack reinlaufen. Wollen erstmal A nochmal einnehmen. Gucken, dass A keiner gepusht ist. Wir sehen auch schon Mia. Erstmal hier alles auch abgecheckt, dass auch lang keiner gepusht ist. Und jetzt wissen sie, okay, hinter uns war keiner. Wir können theoretisch immer noch B gehen, falls Hutschi hier was holt. Aber jetzt geht's wohl Richtung A. Und diesmal ist der Ramsey wieder Scout. Kann den ersten Hit setzen. Aber jetzt fällt er gegen Chopper. Sonic schon in der Bank drin, wird hier aber weggesmoked. Jetzt Sonic dürfte eigentlich allzu viel holen können. Hat den Scout aufgehoben, pusht vielleicht die Smoke durch. Oh, da gibt es einen kleinen Kuss. Und er hat auch gemerkt, dass einer da war, ihn geblockt hat. Jetzt SNK mit dem Kill. Und Sonic! Sonic macht den Kill! Sneakt hier unter, Chopper durch. Jetzt SNK mit der 5-7. Drückt hier durchs letzte noch. Hutschi, du musst Gas geben. 10 Sekunden noch gleich auf der Uhr. Bombe liegt. Aber den holt Sonic. Und Tangri. Diese kleinen, frechen Wiesel. Da hat Sonic irgendwie geschafft. Erstmal den Gegner in der Smoke einen kleinen Kuss zu geben auf die Hand. Ein kleines Küsschen und dann nochmal direkt unter, ja, unter die Füße von dem Gegner geschlichen. Der wusste auch nicht, was da los war. Ja, und Vega wäre nicht Vega, wenn sie eben nicht erstmal eine schöne Force Buy einlegen. Jetzt geht es eben Richtung A und da steht Ramsik und der könnte hier vielleicht ein bisschen Pech haben, wenn er nicht gut aufpasst. Da kommt er nochmal weg. Jetzt Fitch und Ramsik und Fitch schon ein paar Hits abbekommen. Jetzt geht es nochmal über lang. Da stehen Hutschi und Chopper. Ramsik darf so ein bisschen ablenken für Fitch. Und mal schauen, ob Chopper die Pose abaimen wird. Das hat Ramsik eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Jetzt fällt er aber. Jetzt zieht Fitch rum. Also sehr schön getradet. Jetzt noch Hutschi da. Wird aber weggeflasht. Aber Hutschi macht den Headshot. Wir haben Spiel noch. Die Runde ist noch nicht verloren. Mir jetzt mit der Pizza 50. Gegen Sonic vielleicht. Aber Sonic macht den Kill. Jetzt noch Cassandra mit der Deagle. Letzter Mann. Kann auch Sonic holen. Und vielleicht noch gleich Pachanga. SNK. Kommt über hinten. Cassandra kann die Runde nochmal holen. Er könnte jetzt ahnen, dass der zweite Spieler eher von hinten kommt. Das ahnt er, glaube ich, auch schon. Will jetzt eher zu B durchlaufen. Perfekter Read. Er kommt durch. Sehr schön gespielt von ihm. Fällt es nur an? Nee, ja, die Zeit ist knapp. Und ich glaube, ja, die Sekunde hat es entschieden, wo er nochmal kurz gezweifelt hat, ob er doch nochmal B geht oder nicht. Kann sie zwar Bombe legen, aber SNK, wobei nehme ich hier Vollgas. Holt den ersten. Nee, nicht mal den. SNK macht ihn. Ja, schöner Versuch von ihm eigentlich. Hat ihm auch einen ganz guten Read, dass keiner über die Base kommen wird. Ich meine, es konnte auch fast erwarten. Da jetzt eben, er stand schon Ewigkeiten am Truck da. Ich glaube, 10, 15 Sekunden, als er seinen ersten Kill geholt hat. Da wusste einer, steht hier. Und er wäre schon längst tot gewesen, wenn hier einer von der Base hochgekommen wäre. Da konnte er schon ahnen, dass der zweite eher über kurz kommt, also B gepusht ist und über kurz kommen wird. Und konnte dann so eben den Laufweg zu B einschlagen. Leider ein bisschen zu lang gezögert, sodass SNK nochmal ganz gut Gas geben konnte dem her. Jetzt aber die Trade Kills am A. Ramsik. Oh, ein Fitch. Was sind da für Glockshots bitte ausgepackt worden? Jetzt noch Pachanga mit der UMP. Holt aber hier den ersten. Kann nochmal defensiv gehen. Jetzt will Vega hier Gas geben, bevor die Rotation da ist. War schon Sonic auch noch da. Und Pachanga move ja wunderbar. Ganz einen kleinen Tango. Macht die beiden Kills. Also und Vega will es doch nochmal spannend werden lassen. Ja, Vega, die kleinen Divas.
wollen wohl erstmal wieder warten, bis es 14:6 steht. Und dann wird losgelegt. Und wir sehen, wie knapp die Runden waren. Das Geld sieht nicht gut aus bei Tengri. Sollten sie die Runde verlieren, können sie vielleicht noch einmal kaufen, aber das war es dann auch schon. Also bisher relativ knappe Runden. So, man spielt so ein bisschen einzeln. Mian lang, Hujian kurz. Jetzt geht es relativ zügig Richtung A vor. Aber eben kein Überlang. Und jetzt gibt es ein kleines Doppel, glaube ich, von Fitch und Ramsik. Haben sich vielleicht einen lang, hatten gesehen. Bei mir mit einem ganz guten Jump. Müssen sie abbauen. Oh, ein Fitch. Der ahnt schon, jetzt muss nur auf die Smoke warten, sobald die Smoke fliegt. Sehr schön gemacht von ihm, wunderbar. Bekommt sogar noch eine Flash, zu lang. Kann ansagen, lang erstmal nichts. Jetzt kann der Fokus zu A kommen. Jetzt muss eigentlich die Rotation da sein. Jetzt kommen die Flashes auch vom B. Wunderbar, sehr schön gespielt. Die Flash eben von B aus über den Himmel geworfen. Damit die Gegner eben hier nicht kurz vorpushen. Fitch eben lang ausgestellt. Jetzt wird Fuji noch über lang nachgezogen. Ein wichtiger Laufweg, um eben nochmal lang hier aufzumachen. Damit Tengri auch ein bisschen Fokus Richtung lang haben muss. Jetzt kommt der Argo. Da steht noch Klaus Pachenga. Er kann ersten holen. Pachenga fällt aber gegen Hucci. Ist noch der AWP und Kashandra, den muss er machen. Schön viel noch Bombe kann gelegt werden. Und Kashandra kann die ganzen Steps erstmal hören. Was kann er jetzt holen von der Posi aus? Also kann ersten holen, aber ist noch low geschossen worden. Jetzt Sonic mit dem Trade. Hucci und JR. Und JR mit sehr low HP. Haben aber keine Smoke. Dafür eine Fuse Kit. Das Sonic will hier vorpushen. Oh, aber JR, sehr schön gemacht von ihm. Doch haben sie gegen beide. Und dann sehr schön vernascht. Kann zwar JR holen, aber Hucci auch noch da. Also wunderbar gespielt. Also ich glaube, sollte Tengri auch hier nochmal die Führung liegen lassen, dann, ja. Dann glaube ich, soll es eine Gruppensitzung beim Psychiater geben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also wie bitter das Gefühl sein muss, dass man erstmal 14:4 führt. Und die erste Map eigentlich sicher in der Tasche, also man konnte die eigentlich gar nicht verlieren. 14:4. Man muss ja nur eine Runde mal ein bisschen lucken, dann passt es doch eigentlich schon. Auf Ohr passt ähnliches Spielchen, 13:7. Und wahrscheinlich gibt's schon die ersten Schweißausbrüche bei Tengri. So, wir haben noch, nee, Pachanga ist nur gerade hier kurz eingenommen. Wir haben eigentlich B ausgeschlossen gehabt. Also wir haben hier, wer war es denn? Sonic, der B ausgeschlossen hat. Das heißt, sie wissen, dass es A wird. Jetzt kommt noch die Rotation und ich glaube, dass sich hier Vega nicht zu viel Zeit lässt, aber Ramsik passt da gar nicht gut auf. Hat da gar keinen Fokus zu kurz. Sein Mate campt in der Zeit auf dem A-Spot. Jetzt aber erst im K. Aber Mia und JR legen nach. Letzter Sonic von hinten. Kann hier vielleicht die Bombe? Nee, kann er nicht holen. Wird sogar abgeaimt. Und da gibt es wohl eine kleine Pause. Es könnte eine taktische Pause sein, kann ich mir vorstellen. Dass jetzt Tengri nochmal sagt, Leute, es kann nicht wahr sein. Wir müssen noch irgendwie mal schaffen, hier eine verdammte Map zu holen. Wir haben doch die Führung. Wir haben doch das Aiming. Was läuft ja eigentlich gerade falsch? Ah, technisch okay. Aber es ist echt ein Wunder, wie es irgendwie... Ja, also beide Teams einfach unglaublich RT-stark sind. Als CT, wie es aussieht, also egal wie,
CT lasse ich die Map eigentlich ist. Beide Teams schaffen es nicht als CT dominant aufzutreten. Ja, Tengri kauft ja jetzt sogar. Wollte schon gerade sagen, können noch mal eine kleine Echo machen, aber kaufen, haben auch eine AWP gelegt. Wir bekommen wahrscheinlich Ramzik. Ja, bekommt er auch. Und der wird hier einen B-Spawn ausnutzen. Nach Ramzik bisher eigentlich A gespielt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut zu sagen, naja, du hast jetzt einen ganz guten B-Spawn. Bevor du jetzt einfach hier ewig auf dem A-Spot schimmelst und wartest. Geh erstmal vielleicht B vor, kannst B lang, vielleicht einen ersten Frag holen. Meistens steht er vor B lang und schimmelt da ab. Und wenn du den Frag gemacht hast, kannst du immer noch zu A schieben. Und ich glaube auch, dass ich so spielen werde, dass jetzt Ramzik einen kleinen Push macht. Entweder wird er B kurz einnehmen mit seinem Mate und Underground abzielen. Oder er wird eben erstmal B lang abzielen. Und dann da versuchen, den ersten zu holen. Und dann kann er eben immer noch zu A zurückschieben. Und vom A-Spot aus dann lang abzielen. Ist eben nur wichtig, dass wenn die diesen Move spielen und Ramzik zu A zurückgehen will, dass die Mates auf dem A vielleicht ein bisschen weiter vorne blocken, leicht offensiv spielen, also vielleicht zumindest offensiv absmoken, damit die T sich eben Zeit lassen mit dem Einnehmen und die AWP genug Zeit hat, dann nochmal zum A zu rotieren, ohne dann schon vor 5 Gegner zu stehen auf dem A-Spot. So, jetzt schauen wir mal, was der Ramzik macht. Wo ist denn der Kollege? Also wird hier wohl lang rein aimen, wenn er den Laufweg wählt. Über Heaven. Da eben schneller zu lang da. Also genau, wird lang hier reinzielen. Wird versuchen, dann ersten zu holen. Die Frage ist natürlich, wie lange jetzt hier stehen bleiben wird. Ob er noch weiter vorpusht. Ob er jetzt einfach gleich aufgibt, die Posi. Ja. Er hat die Befürchtung, dass einer vielleicht schon links durchgeschlichen ist, der vielleicht noch ein bisschen besseren Spawn als er hatte. Aber jetzt Pachanga pusht für ihn hier vor. Und jetzt hat Pachanga ausgeschlossen. Aber da steht noch Chopper und Pachanga macht den Kill. Ja, schön von ihm gespielt. Eine offensive Smoke. Soll aufpassen. Oh, da passt er nicht ganz so gut auf. JR kann nochmal fraggen, aber Ramzik mit dem Fraggern kurz. Jetzt JR, Ramzik hat glaube ich, gesehen da links. War auch nicht. Doch, hat noch gesehen. Jetzt die Smoke durch. Ah, ein bisschen zu früh geschossen. Und er verschießt und JR macht den Kill. Pusht er JR lang erstmal durch, wieder weggeflasht. Sonic jetzt in kurz drin. Muss jetzt aber aufpassen, ist ein bisschen gefangen. Smoke mal selbst weg. Aber JR macht den Kill. Jetzt nur noch 2 und 2. Jetzt noch Fitch. Aber Mia mit dem nächsten. Jetzt letzter SNK ist bekannt. Und der muss jetzt erstmal hier Gas geben. Hat keine Fuse. Kit. Kann JR sehen, aber nicht den Frag setzen. Bei dem was jetzt? Mia und JR. Aber Mia macht auch den. Ja, und die Runde wird hier verschenkt von Tengri. Also genau wegen solchen Runden sind sie eigentlich fast selber schuld, dass sie jetzt nochmal die Führung hergeben. Ich meine, sie haben zu Beginn so schön ausgespielt. Im Endeffekt hat die AWP erstmal reingeaimt. Dann Mate ist über kurz geschlichen. Hat dann eben hier den Laufweg gewählt und den Frag hier gemacht. Hat dann abgesmoked, aber eben ja den Fokus verloren. Wird dann erstmal gefragt beim Weglaufen von JR hier. Was erstmal nicht schlimm ist. Dann kommt aber eben Ramzik, sucht das Duell, verschießt. Und dann könnte er sagen, okay, ich habe verschossen, nicht defensiv. Nein, er zieht nochmal rum, verschießt nochmal. Ja, und JR kann eben B durchpushen. Ja, wenn da einfach Ramzik die Kills macht mit der AWP anlang, dann ist die Runde safe. Und dann hätte wahrscheinlich Vega eine Echo machen müssen und Tengri hätte 14 Runden gehabt. Aber so ist es nun mal, wenn man eben dann wichtigen Runden eben choked.
und die Nerven verrückt spielen, dann kann man eben zweimal eine Führung von 14-4 bzw. 13-7 aus der Hand geben. Aber haben wir jetzt noch mal Geld für einen Beitritt hier schnell, kurz durch. Und da steht Fitch und Ramsik. Jetzt geht es Richtung B, über kurz über lang, Hoji durch die Smoke durch, kann ersten holen, erst kam mit dem Refrag. Jetzt noch Chopper hier lang durch, alle auf dem Spot da, jetzt kommen die Gegengrants, Molly sitzt ganz gut und Mia kann hier sehr schön weggefischt werden. Und die Flashes sitzen wunderbar, jetzt JR mit AWP. Und wird eiskalt durchgelegt. Jetzt Chopper eben nochmal nach hinten, jetzt war Cassandra mit dem ersten. Jetzt sehen wir hier gleich, sehr schön gemacht von Chopper, wichtiger Lauf, Viktor und Tuso mit nur noch. Und JR auch nochmal nach lang weggegangen. Wird hier kurz undiffused. Und Chopper mit dem nächsten. Der holt, macht nochmal die Runde. Für Vega. Und die nächste Runde wird wieder so verschenkt. Und Tengri weiß einfach nicht, was hier los ist. Es sieht immer so gut aus für sie. Sie machen die ersten Kills. Sie flashen so gut gegen. Können da mir einzeln wegfischen. Und irgendwie schaffen sie es nochmal, die Runde zu verlieren. Sie haben echt ein Talent dafür, die ganzen Runden nochmal herzugeben. Also jetzt eigentlich sehr schön gemacht. Ich glaube, es waren von Vordern, von Free. Die T's waren eben hier lang schon komplett eigentlich fast auf dem Spot drauf. Und dann kam erstmal hier ein Molly hin von den CTs. Es kam gefühlt, glaube ich, 20 Flashes hier drüber geworfen. Man hat die T's sehr schön hier zurückgedrängt. Man hat sogar kurz eingenommen gehabt. Die Runde war eigentlich so safe. Und dann eben zum einen der wichtige Laufweg von Chopper. Dass Chopper nochmal hier über lang zu kurz weggeht, kann den Kurzspieler einen Reload holen und kann auch einen zweiten holen. Im Endeffekt Chopper, der die Runde nochmal aufmacht und eben ein bisschen schlecht von dem Spieler an kurz, dass er dann den Fokus zu kurz verliert, weil er war der wichtige Spieler. Sobald, wenn der stirbt, aber wir sagen so, wenn er nicht stirbt, ist eben kurz safe und die CDs können dann eher eben sich auf die Posis fokussieren. Da aber dann kurz auf war, war die Runde schon fast verloren. So, Tengri mit dem Force Buy hatten hier auf A spekuliert, aber Vega mit dem richtigen Händchen B durchgegangen. Und ich wollte schon sagen, dass die Runde echt safe ist für Vega, weil ich vorher schon aussprechen kann, ich hier nochmal reingepusht. Jetzt mal schauen, war Hoji noch eine ganz gute Posi eigentlich. Hier sehr offensiv. Wir haben noch JR an kurz, müssen wir auch auf lang aufpassen, macht auch ein bisschen. Aber gut, das ist die, ja, die Zeit, soll hier abgelaufen sein. Und Vega kämpft sich an Neuche langsam zurück. Auf DE Overpass. Ja, und Vega hat jetzt auch genug Geld eigentlich, um durchzukaufen. 14.000 bei JR. Der kann locker nochmal legen. Der Rest kann eh nochmal kaufen, wenn sie verlieren sollten. Also an Geld soll es eigentlich erstmal Vega nicht mangeln. Aber eben Tengri natürlich. Haben zwar einen komplett Loser-Bonus, aber auf der CD-Seite ist nicht immer ganz so ideal. So, Ramsik mit der WP an lang. Wirtschaft ein bisschen kurz halten. Und Vega deckt erstmal Linie ab. Also wollen hier nicht in irgendeinen Push reinlaufen. Mir deckt defensiv lang ab. Ich glaube, Pudge hat eben noch hier abgedeckt. Cassandra eben Underground. Und jetzt wird B abgedeckt. Also erstmal breiter Aufbau. Und jetzt geht es langsam Richtung B. Wir haben schon, glaube ich, Pachenga ist eben in kurz schon drin mit der AWP. Und der könnte ja wichtig werden. Aber das Timing wäre so... das ist so übel bei ihm. Er hat jetzt genau verpasst. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, ich bin in einem Film. Jetzt kommt ja gleich der B-Go. Und deshalb Tengri gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt merkt auch Pachenga. Überraschung. Und jetzt kommt Chopper und Hoji. Und der B-Spot, der ist offen. Und man könnte... Ja, man könnte sich besser koordinieren. Also von Tengri mit dem schlechten Timing.
Aber ich verstehe auch nicht, wieso sie einfach jetzt die Posis aufgegeben haben. Es war so sinnlos. Sie hatten so perfekt eigentlich gespielt. Pachenka mit AWP an kurz da, aimt schön vor B ab. Kann eigentlich früh ansagen. Sein Mate war in kurz an den Sandbags, hat ihn abgedeckt Richtung Underground. Einfach nur stehen beim Up-Aim. Und die Runde wäre zu Millionen Prozent an Tengri gegangen. Also ich verstehe nicht, wie sie dann eben einfach die Posi aufgeben können. Die war eigentlich wunderbar, die Deckung. Sie hatten eben einen CT, der hier stand. Der CT hat hier abgedeckt. Und wir hatten dann eben Pachenka, der hier stand und hier reingezielt hat. Das heißt, sie hätten eigentlich B zu zweit halten können erstmal. Und der Rest vielleicht Richtung A schieben. Oder wenn sie sagen, ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass gleich ein Kurztake kommt. Können sie immer noch vielleicht einen zweiten Spieler irgendwo hier abstellen. Der dann noch hier als Backup da ist, auf Anti-Flash steht. Aber genau in der Sekunde, wo er die Posi hier aufgibt, schleichen die T's zu lang durch. Ja, ihr habt ja gesehen, Pachenka aimt eben einfach 0 Richtung kurz oder Richtung lang. Und die T's fahren da komplett durch. Also so viel Pech muss man erstmal haben. War wirklich, glaube ich, eine Sekunde maximal, vielleicht zwei Sekunden, die sie entschieden haben. Wenn er nur ganz kurz noch länger reinzielt, hat er den Kontakt gehabt. Aber vorbei ist vorbei. Und die nächste Buy-Round. Ramzik entweder erstmal lang ab mit der AWP und wahrscheinlich Fitch an den Toiletten close. Dies macht Vega hier eher wahrscheinlich Lango. Chopper darf hier noch ein bisschen B kurz ablenken. Jetzt Fitch geht hier down gegen JR, der da ganz gut aufpasst. Und jetzt macht Ramzik einen kleinen Verzweiflungsmove. Pusht ihn nach vorne weg und wird aber belohnt. Bombe kann er ansagen. Muss aber aufpassen, dass nicht noch ein zweiter da ist. Jetzt merkt er es auch. Und pusht da weiter vor. Also Ramzik will vielleicht ein bisschen zu viel, aber holt den nächsten. Und jetzt erst Cassandra als SNK mit dem nächsten Kill. Tour und Tour noch. Mir aber schon lang draußen und ich glaube, es hat er nicht auf dem Schirm. Jetzt Mia gegen SNK. Hatte ich selbst gehört. Pusht er hier aber laut durch und Mia macht den gegen SNK ist auch letzter Sonic. Und Sonic kann den ersten holen, Sonic vielleicht mit dem zweiten. Er muss durchlegen, 4 Sekunden noch, jetzt muss Sonic pushen. Und Cassandra am Spot ran und er macht den Kill aber nicht, Sonic macht ihn. Und ist die 14. Runde für Tengri. Und es wird nochmal spannend. Also, sie wollen das Game noch nicht ganz hergeben. Ja, beide Teams lassen sich erstmal Zeit, um nochmal hier die Runde zu holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden am Stück verloren. Und jetzt, wo man dachte, naja, das Ding ist eh vorbei. Dann klappt's nochmal. Aber was hier ganz übel werden könnte, falls Vega die Runde holt, dann muss Tengri ne Echo einlegen. Haben wir jetzt die Runde geholt, mit einer einzigen Person überlebt, haben eben gar kein Geld mehr. Wenn die Runde verlieren, wird es wie eine Echo. Und dann wäre es schon fast das 15 zu 14 für Vega. Aber warten wir mal ab, ob es Tengri halten kann. Leider relativ wenig Grants bei Tengri. Es sieht nach einem B-Split aus. Wir haben eben zwei Spieler vor Belang stehen mit der Bombe. Vielleicht werden die noch ganz... Ne, gehen wohl gleiche B durch. Ich hatte überlegt, ob sie jetzt ganz kurz nochmal A anfaken gehen. Aber machen es wohl nicht. Und hier gleich B in Go machen. Und mal gucken. Da steht zum einen SNK am Spot. Und zum anderen auch der Sonic. Wird hier aber weggemoddet. Ein bisschen jetzt SNK aus dem Wasser. SNK muss aufpassen, wir sind schon ein bisschen gepreempt, aber jetzt die Bombe kann gelegt werden, SNK kann rauspushen, Bombe down, wichtiger Kill von ihm. Kann er noch holen, SNK gegen den zweiten, sehr schön gespielt. Jetzt Pachenka hilft da aus vom Helm, jetzt auch SNK vielleicht mit dem dritten. Er drückt da durch, letzter Cassandra
Noch den auf die SNK holen. Wunderbar gespielt. Schön die Smoke ausgespielt. Links, rechts. Mal die Bombe geholt. Weggepusht. Wer hingepusht. Also wunderbar. Und auch eben sehr wichtig für Tengri. Da sie jetzt kein Echo machen müssen. Und jetzt haben sie 2 Map Points. Und können es dann nochmal auf Mirage erzwingen. Ja, und Vega hat so ein bisschen zu langsam gespielt. Da kamen die Molotovs, da kamen die Grants. Aber haben sich eben sehr, sehr viel Zeit gelassen, um den B-Spot einzunehmen. In der Zwischenzeit war die Rotation da. Jetzt kommen wir schon Vega. Jetzt aber SNK kann nur einholen. Hutschian lang draußen. Aber jetzt fand ich mit dem Re-Kill. Jetzt noch Mia und Cassandra, aber Pachanga mit dem nächsten. Jetzt noch letzter JR. Und es könnte die erste Map für Tengri sein. Und dann dürften wir gleich noch Miraz sehen. JA hat die Bombe und hat noch eine Minute Zeit. Also noch ist noch nicht vorbei hier. Wir wissen, wie übel es enden kann, aber Pachanga passt wunderbar auf. Und Tengri. Also haben sie nochmal geschafft, zurückzukommen.